Die Aufgabe lautete, den sportlichsten Volkswagen zu gestalten, den es jemals gab. Ein Auto, das begeistert durch seine Form, ohne dabei die Werte eines Volkswagen zu vernachlässigen. Es war zum einen der Urscirocco, herauszufinden, was macht das Konzept des Ursciroccos aus. Zum anderen haben wir natürlich über den Tellerrand geschaut. Wir haben uns größere Coupés angesehen, sehr sportliche Autos, und versucht, den Reiz dieser sehr großen, richtig sportlichen Sportwagen, diese Idee, dieses Gefühl, diesen Reiz umzusetzen in einen Scirocco. Das Innovative am Scirocco-Konzept ist die Idee, ein Coupé zu gestalten, das sehr sportlich, sehr progressiv aussieht, sehr extrem in seinen Dimensionen, flache Scheiben, breiter Körper. Und dabei die Funktionalität überhaupt nicht ignoriert. Das heißt, ich habe ein absolut alltagstaugliches Auto, das ganz nebenbei auch sehr erschwinglich ist. Der Name Scirocco hat das Design definitiv beeinflusst. Zum einen das Konzept des Sciroccos, zum anderen aber auch ein paar Details. Die Front ist eine Neuinterpretation des Sciroccos und wir haben auch als kleine Brücke zum ersten Scirocco eine in der Brüstungslinie einen Knick eingebracht im Fenster, der im Prinzip den ersten Scirocco zitiert. Der Scirocco hat ein für Volkswagen-Verhältnisse sehr progressives, leicht aggressives Gesicht. Die Idee dabei war, dass er sich deutlich unterscheidet von anderen Fahrzeugen. Der Scirocco ist das sportlichste Auto, das VW hat, und das soll das Gesicht auch ausdrücken, ohne dabei diese typische Sympathie im Auge zu haben. Das Auto schaut aggressiv, selbstbewusst, hat aber ein leichtes Lachen dabei.